der Platz ist ja schräg. Ja. 3 Grad Neigung fährt die Nikes oben hin. Da ist eine Sicherheit drin. Ja. Wenn die 3 Grad Neigung hat, ist das schon zu schräg. Also die müssen dann schon gerade stehen, wenn sie bis 43 Meter wollen. Nee, so hoch will ich gar nicht. Die Bewegung bis wohin fährt er dann aus? Also voll ausfahren und bei der Windstärke würde ich sie nicht. Und bei 3 Grad, also der Platz ist ja sowieso schief und bei 3 Grad Neigung schaffe ich sowieso auf Ende. Da geht es nur noch runter werden wieder. Ja. Gut. Okay. Bernd, du hast gerade eine Einweisung bekommen in dein neues Spielzeug für die Aktion Lünen XXL. Wie war denn gerade die Einweisung? Die war sehr sachlich und also ich hatte mir das schwieriger vorgestellt, aber es sind mehr Knöpfe, als ich gedacht habe. Aber die sind alle gut bezeichnet. Also sind überall so kleine Zeichnungen dran und ich denke, ich werde mich nach den Zeichnungen richten. Du hast ja auch schon mal einen Hubwagen bedient. Bist du trotzdem aufgeregt ein bisschen? Klar, auf jeden Fall. Also das ist jetzt eher ein anderer Hubwagen, weil der vorher, der funktionierte mit Strom, der funktioniert mit Diesel. Ist wesentlich größer. Da vorne. So, jetzt Hubmann-Schalter drücken. So. Okay. Jetzt würde ich als erstmal ganz gerne da wieder zurück. Ja. Erstmal so, quasi. Das ist jener hier. Ach so. Ich hoffe, dass bei der Aktion kein Wind ist, wenn hier die gelbe, weil damit der Korb dann möglichst ruhig steht und nicht so stark hin und her pendelt. Denn ich will das Foto natürlich hier da aus mehreren Fotos zusammensetzen. Und wenn ich da pendel, dann habe ich ja da irgendwie voll die Verschiebung drin. Und das könnte das Ganze erschweren. Aber ich nehme noch eine andere Kamera. Ja, ja. So, jetzt kann man den Hauptarm mit rauffahren gleichzeitig. Und wenn man längere Zeit keine Bewegung macht, schaltet er auf Standby. Also müssen immer den Fuß dann runternehmen und dann. Ich nehme mal an, das werden so ungefähr 20 Meter werden. Das Ding kann ja 41 oder 43. Und ja, erst im Vorfeld werde ich mit dem Team hier der alles abstecken. Und dann überlege ich aber, ob ich nicht gleich dann oben bleibe, weil wenn ich dann nochmal runterfahre und wieder rauffahre, gibt das so eine Verschiebung. Und das könnte problematisch werden. Warum? Weil das alles sowieso leicht perspektivisch ist und deswegen sieht es von unten sieht es auch ganz anders aus als von oben. Also wenn man von oben dann durchs Objektiv guckt, ist das alles gerade, aber wenn man von unten guckt, ist das erstmal ein bisschen schief. Und Bernd, was ist das dein Gefühl? Ist nicht so meins. Nein, ist cool. Also wenn ich das jetzt so, es fühlt sich sehr sicher an, es fühlt sich irgendwie gut an und das Ding fährt sehr locker und so wenig Bewegung. Im Moment ist auch wenig Wind, das ist gut. Man kriegt immer mehr Aussicht, wenn man jetzt hier rauf fährt. Also das ist ungefähr, glaube ich, schon die Höhe von Schwerte, würde ich sagen. Fast. Oh, ich würde mal sagen, so knapp 20. Ja, wir hatten 18. In Schwerte hatten wir 8. Ich bin nervös, aber ich habe auch Spaß daran, weil es was anderes ist. Sehr schön, danke. Und ich freue mich auf die Lüne.